Freunde des Rhein-Pfalz, zurück im Hallenbad Sindelfingen. Heute wieder mit einem kleinen Spiel. Und zwar nennt sich das Würfelsprungspiel. Ich blende euch einfach mal die Regeln ein. Mein Herr Schneidemeister wird es wohl ins Video reinbringen. Wir haben drei Spieler dabei. Einmal den Bene, einmal den Justus und einmal den Tim. Wir versuchen da einfach mal was Gescheites zusammenzukriegen. Ja, vielleicht gefällt es euch und wir spielen das nochmal. Haut es mir einfach dann da unten in die Kommentare. Wir legen los. Bis dann. So, wir starten mit dem Spiel. Und womit fangen wir natürlich an? Wir haben drei Springer und wir fangen natürlich an mit Stein, Papier, Schere oder wie es so schön heißt. Ich krieg's echt nicht hin. Wären wir soweit mit unserem kleinen Spiel? Wir spielen zwei Runden und wir fangen natürlich an mit unseren drei Spielern. Die losen das Ganze aus mit Schere, Stein, Papier. Wir haben den Justus, wir haben den Bene und wir haben den Tim. Also, dann mal Handy in die Mitte, Schere, Stein, Papier. Schnick, schnack. Ach komm. Bene, letzter. Ne, erster, ne? Wer verliert das Erste? Keine Ahnung. Ja, wer verliert das Erste? Also, dann hätten wir folgende Reihenfolge. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich habe gewonnen. Und dann gut, also, Dritter. Sollte vielleicht die Leute finden. Gut, also, Tim, Dritter, Zweiter, der Justus und Erster, der Bene. So, dann fangen wir mal an. Natürlich fängt Bene an. Ich würfel jetzt mal für den Bene. Und wir haben eine entspannte 7 für den Bene. Bene, 7 Punkte, was könnte man da machen? Wir machen einen Doppelvorwärtsseil mit 1,5 Schrauben von 3. Das müsste aufgehen, ne? Ja, Doppelvorwärts wären 2 plus eine Schraube plus eine angefangene wären auch 2. Ja, sollte gehen. Das war auch ganz richtig. Ich grüße Willi. Du grüßt Willi, alles klar. Das Ganze von 3, ne? Ja. Federt macht gar nichts. Ich würfel für den Justus. Justus bekommt eine 4. Ah, 4 ist locker drin. Was machst du von der 4? Könntest du zum Beispiel einen Triple Back von 1 machen? Oder einen einfachen Salto von 3? Ja, dann mache ich einen Vorwärtssalto von 3. Vorwärtssalto von 3 für 4 Punkte. Ein einfacher Salto von 3 Meter. Natürlich jetzt eine Herausforderung für den Justus und... So, jetzt ist der Tim dran. Ja, Tim? Ja, Tim, bin bereit. Tim, ich würfel für dich. Okay. Was hättest du gerne? Irgendwas Niedriges. Irgendwas Niedriges. Du filmst wie Benny. Gut, ich kann es nicht beeinflussen. Jetzt kommt irgendwas Niedriges. Ohne 8! Oh Gott! Ohne 8! Ihr habt Tim gehört. 8 Punkte. Er wird einen Barani mit Landung von 5 machen. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Seid gespannt! Was sagt das Fachpersonal? Ja, das war gut. Lassen wir den zählen? Ja, lassen wir den zählen? Gerade so. So, jetzt bin wieder ich dran. Kommt mein zweiter Sprung. Charlie würfelt jetzt. Würfel was Scheiß, Charlie. Zweite Runde, Bene. Was willst du haben? Eine 9. Okay, ich versuche eine 9 zu würfeln. Und wir haben? Eine 4. Ey, komm, bei 4? 2,5 vorwärts. Wie? 2,5 vorwärts von 1 hin. Ja, gut. Was möchtest du gerne haben? 3. Gut, ich versuche mein Bestes. Moment. Jetzt kommt ja der Sonderfall. Ja, wir haben einen 5er Pasch gewürfelt. 5er Pasch in dem Fall bedeutet, der Tim ist der nächste Springer. Der bekommt minus 1. Das ist ja so unfair, dass er es jetzt besser kriegt. Ich finde, wir sollten auch ein faires Spiel machen. Und ich? Jetzt wiederholen wir das. Wir wiederholen das. Ach so. 10 fällt raus. Schade. So, und wir würfeln. Eine 8. Was gibt's für 8 Punkte, Justus? Dann mache ich einen Full-In von 5.
So, jetzt Tim. Ja. Rose, was kommt? Was wollen wir? Eine 2. Ja, auf alle Fälle. Minus 2, minus 1. Genau, eins. Nicht vergessen, wir sind bei minus 1. Also der Wurf, der jetzt kommt, minus 1 für Tim. Eigentlich einfach so runterschlagen. Ah, wir haben eine 6. Hey, wie willst du mit 2 Würfeln eine 1 kriegen? Gut. Achso, ich bin. Ja, ja, bla bla bla. Ja, man also, merkt Realschüler. Tim, Realschüler. Tim, wir haben eine 6. Das bedeutet okay. Für dich minus 1. Das heißt eine 5. Okay. Ich bin am Überlegen. Was machen wir? Ich überlege. Ja, sag doch. Von 3, was kann man von 3 machen? Ein Barani oder Double Back oder Double Front. Du kannst aber auch einen Quad von 1 machen. Ja, dann mache ich wahrscheinlich Barani von 3. Barani von 3, das ist glaube ich safe bei dir, ne? Ja. Du hättest die nötigen 5 Punkte. Ganz also, dann hoch mit dir. Freunde des Freien Falls, wir sind fertig mit unserem kleinen Minispiel. Wenn ich jetzt alle Punkte zusammenzähle, die Leute haben es ja auch geschafft, ihre angegebenen Würfe runterzubringen, dann hätten wir den Bene mit 11 Punkten auf Platz 3. Ich schaff's irgendwie immer, letzter zu werden. Dann haben wir den Justus. I'm fast as fuck, boy. Was? Mit was? Magischen 12 Punkten. Komm wieder ans Licht. Dann hätten wir den Justus mit magischen 12 Punkten auf Platz 2. 12 Punkte. Und Sieger, unglaublicherweise, wäre der Tim. Jawohl. Mit 13 Punkten. Also so bei dem Spiel, also, da kann man halt nur gewinnen. Aber man gewinnt dann ja einfach nach... Glücksspiel kann süchtig machen. Ja? Gib mir jetzt die Kamera. Ey. Ich würde sagen, mir hat das Spiel gefallen. Ich musste ja auch nicht springen. Den Jungs hat es bestimmt auch gefallen, war mal eine nette Idee. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich wieder zum Training über. Die Jungs gehen hoch auf den Turm und hauen noch ein paar Sprünge für euch raus. Der Trichter wurde vermisst. Was immer das auch heißen möge, ich weiß es nicht. Nichts als Blödsinn. Und Freunde des Freien Falls, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen bei diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt was in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, wie das geht. Ich freue mich drauf, das zu lesen. Und die anderen natürlich auch. Ich schneide raus. Bla 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 bla. Bla 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 bla.